Wenn du meine Bücherregaltour vor ein paar Monaten gesehen hast, dann hast du auch bestimmt in den letzten Videos gemerkt, dass sich da hinter mir etwas verändert hat. Es war eine große Veränderung, denn ich habe jetzt hier nicht mehr nur ein kleines Bücherregal stehen, sondern drei ziemlich große Bücherregale. Mein altes war wirklich schon super alt und nicht mehr so schön und es hatte einfach nicht genug Platz für alle Bücher, die ich gerne lesen möchte und deswegen muss ich mir eine neue Situation hier zulegen, dass ich alle Bücher unterbringen kann, die ich über die letzten Monate angesammelt habe. Und genau deswegen sind wir heute hier. Ich zeige euch die Bücher, die ich in den letzten 3-4 Monaten gekauft habe und ich freue mich schon sehr. Und ich liebe es, die Bücher zu sehen, die andere Leute kaufen. Und ich würde mal behaupten, da du dir gerade dieses Video anschaust, geht es dir vielleicht gleich oder ähnlich wie mir. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Video und ich zeige euch alle Bücher, die ich in den letzten Monaten gekauft habe. Gleich am Anfang vielleicht mit dem coolsten Buch bzw. mit den coolsten Büchern, die ich mir jemals gekauft habe vielleicht. Und das ist eine Trilogie, nämlich Herr der Ringe. Und ich habe mir hier so eine coole 60 Jahre Anniversary Edition, glaube ich, gekauft. Ich glaube, das war 60 Jahre, vielleicht 50 Jahre, ich bin mir nicht sicher. Aber so sieht die Box aus und so sehen die Bücher aus. Und ich habe Trilogie gesagt und wenn es euch aufgefallen ist, hier sind 4 Bücher. Hier ist ein Reader's Guide dabei. Es gab da 2, ich glaube, andere Schriftsteller, die die 3 Bücher von Herr der Ringe analysiert haben und sehr viel Hintergrundinformationen gesammelt haben. Und das ist hier ein Reader's Guide passend zu den ersten 3 Teilen. Und ich... Wow, nichts passiert. Ich freue mich schon so sehr darauf, diese Bücher zu lesen. Ich habe die Filme, oh mein Gott, das riecht so gut. Diese Bücher riechen einfach nach neuen Schulbüchern. Und gibt es einen besseren Buchgeruch als neue Schulbücher? Für mich nicht. Ich war sehr gerne in der Schule. Aber ja, was wollte ich sagen? Oh ja, ich habe die Filme tatsächlich das erste Mal vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Vielleicht vor 2, 3 oder 4 Jahren und... Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob es was für mich ist oder nicht, denn ich war eigentlich nie so ein Fantasy-Freund. Ich habe, als ich jünger war, zum Beispiel Twilight oder die Tribute von Barnum gelesen, obwohl die Tribute von Barnum, glaube ich, eher Sci-Fi sind. Aber ja, ich war mir nicht sicher, ob mir Herr der Ringe gefällt und dann je mehr ich von den Filmen gesehen habe, desto mehr habe ich sie geliebt und natürlich muss ich auch die Bücher dazu lesen, wie könnte es anders sein? Und dann habe ich mir diese wirklich wunderschönen Editions bestellt und das sind die Originalzeichnungen von Tolkien hier auf dem Cover von allen Büchern. Ich kann euch gerne alle zeigen. Das ist der 2. Band und hier ist der 3. Band. Ich finde diese Editions wirklich super schön. Ich bin sehr froh, sie jetzt hier stehen zu haben. Sie haben auch wirklich einen speziellen Platz hier in der Mitte von meinem Regal. Und ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten, diese Bücher zu lesen. Vielleicht habe ich auch diesen Herbst schon Zeit dafür. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber ja, mal schauen. Ich möchte sie auch nicht einfach schnell lesen, um sie gelesen zu haben. Wenn ich diese Bücher lese, möchte ich die Geschichten wirklich, ja, verinnerlichen und mir Zeit nehmen, um sie wirklich zu genießen. Aber ja, das ist vielleicht meine prized possession, wenn es jetzt um Bücher geht, einfach weil diese Editions so, so wunderschön sind. Dann noch eine Buchreihe, die ich auch tatsächlich zuerst im Fernsehen gesehen habe und das sind die A Game of Thrones Bücher. Kann ich euch die eigentlich zeigen? Oh mein Gott. Okay, sie sind jetzt komplett Kraut und Ruben, aber ihr seht, welche Bücher ich meine. Das sind alle Bücher von George R.R. Martin, die bis jetzt in der Reihe erschienen sind. Es sind 5 Bücher und ich glaube, es werden noch 2 weitere oder zumindest ein weiteres erwartet. Und ich stelle das mal kurz hin, sonst haben wir hier ein Problem. Ich glaube, es werden eigentlich noch zumindest 1 oder vielleicht sogar 2 Bücher in der Reihe erwartet und ich habe lange, lange überlegt, ob ich warten soll, bis die letzten Bücher erscheinen, bis ich mir die Reihe kaufe. Aber dann habe ich auf Rebuy gesehen, dass sie secondhand verfügbar war und ich dachte mir, okay, ich muss sie einfach kaufen, denn es gibt auch kein Release-Date für die Bücher und deswegen dachte ich mir, okay, ich kaufe sie einfach. Ich denke, die meisten von euch haben schon von der Serie Game of Thrones gehört und deswegen möchte ich auch gar nicht zu viel dazu sagen, aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich sie jetzt zu Hause habe und hoffentlich bald lesen kann. Ich bin auch gespannt, die Bücher ein bisschen zu vergleichen, denn ich glaube,
Herr der Ringe und Game of Thrones sind vielleicht so die Fantasy-Geschichten schlechthin, die Fantasy-Klassiker. Und deswegen bin ich ja gespannt, ob es vielleicht Ähnlichkeiten gibt und wie sich der Schreibstil unterscheidet. Ich weiß, die Herr der Ringe-Bücher wurden viel früher geschrieben als die Game of Thrones-Bücher, aber trotzdem, das sind so die Klassiker schlechthin in dem Fantasy-Universum. Und wie ihr in anderen Videos von mir vielleicht auch gesehen habt, mag ich Fantasy jetzt tatsächlich sehr gerne. Und deswegen bin ich auch gespannt, ob die neueren Fantasy-Bücher auch Inspiration, beziehungsweise welche Inspiration sie sich von den alten Fantasy-Büchern geholt haben. Also ich glaube, das könnte ziemlich spannend werden und vielleicht auch ein spannendes Video für euch. Keine Ahnung, lasst mich das mal gerne wissen. Wenn ihr schon andere Videos von mir geschaut habt, dann wisst ihr bestimmt, dass ich Klassiker sehr gerne mag. Und das hier sind alle Klassiker, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Ich weiß, es sind zu viele eigentlich. Wie soll ich das jemals lesen? Wow, es ist wirklich super viel. Ich bin nicht ohne Grund seit 2 Wochen auf einem Bookbuying-Ban, okay? Es war wirklich ein bisschen zu viel die letzten Monate. Aber lass uns über die Klassiker sprechen. Ich liebe Klassiker. Der erste Klassiker, den ich hier habe, ist von Charles Dickens, Great Expectations. Und das Buch war eigentlich nie so wirklich auf meinem Radar, aber dann habe ich plötzlich von allen Seiten super viel positive Reviews von diesem Buch gehört und auch gehört, dass das vielleicht von Charles Dickens das beste Buch ist. Keine Ahnung, ich habe noch kein einziges Buch von ihm gelesen und habe dieses dann in einer Buchhandlung für 4 Euro gefunden und dann dachte ich mir, okay, ich muss es einfach mitnehmen. Es ist sehr klein, sehr kompakt, aber die Schrift ist auch sehr klein und sehr, sehr kompakt. Also ich glaube, es täuscht ein bisschen und es wird auch wirklich nicht einfach zu lesen sein, denke ich mal. Und ich glaube, Charles Dickens hat auch das Buch A Christmas Carol geschrieben und ich liebe den Disney-Film davon, deswegen bin ich gespannt, etwas von Dickens zu lesen und vielleicht möchte ich auch zu Weihnachten A Christmas Carol von ihm lesen. Schreib mir mal, ob du das schon gelesen hast, beziehungsweise ob du die Geschichte kennst und was du darüber denkst. Als nächstes haben wir hier von Harper Lee To Kill a Mockingbird und ich glaube, das Buch kennt vielleicht auch jeder und auch meine Freundin hat mir das empfohlen und deswegen muss ich es einfach kaufen. Ich werde auch nicht zu viel über die Bücher sprechen, denn ich glaube, sonst sind wir den ganzen Tag hier und das möchte keiner. Und vor allem Klassiker kennt, glaube ich, jeder so den Titel und zumindest ein bisschen von der Geschichte. Deswegen werden wir das jetzt sehr schnell durchgehen. Als nächstes von Stefan Zweig, Schachnovelle. Habe ich auch super viel sehr Gutes darüber gehört und ich möchte auch gerne mehr österreichische Literatur lesen. Deswegen dieses Buch. Als nächstes ein Buch von einem italienischen Autor und ich glaube, ich habe noch nie von einem italienischen Autor ein Buch gelesen, aber das ist die Göttliche Komödie von Dante Alighieri. Und wie cool ist dieses Cover? Wow! Ich habe bemerkt, dass diese Reklambücher so schön sind, so schöne Editions. Sie sind auch ziemlich floppy, also sind wirklich coole, schöne Bücher und ich möchte mehr klassische Literatur von diesem Verlag kaufen. Noch ein österreichischer Autor. Ich weiß gar nicht, ob das als Klassiker zählt, aber ich nehme es mal jetzt in diese Sektion mit rein und das ist von Beta Handke, die linkshändige Frau. Als nächstes ein Buch, das perfekt für den Herbst jetzt ist, von Shirley Jackson, We Have Always Lived in a Castle. Ein sehr kleines, aber ich glaube ein sehr gutes Buch. Oh, noch ein Buch, perfekt für den Herbst, von Bram Stoker, Dracula. Dann 2 Bücher von einer Autorin, nämlich die Mutter der Liebesgeschichten, Jane Austen. Ich habe hier einmal natürlich Pride and Prejudice und einmal habe ich hier Emma. Als nächstes ein Buch von einem Autoren, das ich noch nie zuvor gehört habe und ich glaube auch von dem Autoren habe ich nicht super viel gehört. Aber ich habe dann ziemlich viele Posts plötzlich auf Instagram gesehen von diesem Autor und auch besonders von diesem Buch, deswegen habe ich es mir auch gekauft und das ist von Thomas Hardy, Tess of Something. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, deswegen werde ich es nicht versuchen. Ich habe nie in meinem Leben Französisch gelernt und deswegen, ja, ihr habt den Titel gesehen, aber ich habe so viel Gutes über dieses Buch gehört, deswegen musste ich es mir einfach kaufen. Dann noch ein Klassiker, von dem ich glaube ich auch auf meinem Kanal schon gesprochen habe, nämlich von Mary Shelley, Frankenstein. Das ist auch auf meiner Herbst-TBR-Liste und ich freue mich schon sehr darauf, in dieses Buch, in diese Geschichte einzutauchen. Dann 2 Bücher von 2 verschiedenen Schwestern, nämlich die Bronte-Schwestern. Ich habe einmal hier von Emily Bronte, Wuthering Heights, von dem habe ich auch schon so viel auf meinem Kanal erzählt, deswegen werde ich nicht weiter darauf eingehen, aber ich habe das Buch gelesen und geliebt, einer meiner allerliebsten Lieblingsklassikern
aller Zeiten. Und dann habe ich hier noch von ihrer Schwester Charlotte Bronte Jane Eyre. Ich glaube, dieses Buch ist vielleicht noch ein bisschen bekannter als Wuthering Heights und darauf freue ich mich auch schon sehr. Dann zwei Sci-Fi-Bücher. Ich bin eigentlich kein wirklicher Sci-Fi-Mensch, kein Sci-Fi-Fan, aber von einem von diesen Büchern habe ich den Film gesehen und den Film geliebt und deswegen wollte ich auch unbedingt das Buch lesen. Und ich glaube, dieses Buch ist auch wie Herr der Ringe bzw. A Game of Thrones ein Fantasy oder ja, eher Sci-Fi-Klassiker und das ist von Frank Herbert Dune. Dieses Buch ist sehr dick und ich habe auch gehört, dass es am Anfang vielleicht nicht so viel Spaß macht, es zu lesen. Aber weil ich den Film so gerne mochte, dachte ich mir, okay, ich muss dieses Buch einfach lesen und kann es auch mit den anderen beiden Klassikern vergleichen und darauf freue ich mich schon sehr. Und dann noch ein Sci-Fi-Buch, von dem ich von vielen Freunden und von vielen YouTubern auch gehört habe, dass es sehr gut ist und auch ein gutes Einsteiger-Sci-Fi-Buch. Und das ist von Pierce Brown, Red Rising. Und ich habe dieses Buch tatsächlich beendet. Wenn ihr meinen 24-Stunden-Lesemarathon gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass ich dieses Buch nicht in der Zeit geschafft habe, aber ich habe es beendet. Und mehr über meine Meinung über dieses Sci-Fi-Buch seht ihr dann in meinem September Reading Wrap-Up. Dann habe ich hier tatsächlich noch ein Sci-Fi-Buch und das lese ich auch gerade und das ist von Suzanne Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes. Das ist die Vorgeschichte zu Die Tribute von Panem und ich habe die Tribute von Panem Bücher gelesen, als ich sehr jung war und habe dann auch die Filme gesehen und die Filme und auch die Bücher geliebt und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss jetzt nochmal in diese Welt eintauchen. Ich glaube, es wird auch einen Film dazu geben, steht zumindest hier oben. Auf den freue ich mich auch schon sehr und wir lernen hier mehr über die Vorgeschichte von President Snow und bis jetzt finde ich es wirklich sehr interessant. Dann ein Buch, was ich auch wie Red Rising in meinem Lesemarathon gelesen habe, nämlich Beach Read von Emily Henry. Und wenn ihr meine Reaktion zu diesem Buch sehen wollt, dann schaut auch gerne hier vorbei. Es war wirklich ein sehr cooles Video. Es hat mir so viel Spaß gemacht, es zu drehen. Und ja, Beach Read von Emily Henry. Dann habe ich hier ein Buch von einer Autorin, die ich schon gelesen und geliebt habe, nämlich Donna Tartt. Und das ist ihr anderes Buch, The Goldfinch. Donna Tartt hat auch The Secret History geschrieben und ich habe dieses Buch geliebt und das war ein Dark Academia Buch. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich ist, welches Genre dieses Buch ist, aber weil mich Donna Tartt mit ihrem anderen Buch so überzeugt hat, musste ich einfach ihr zweites bekanntes Buch auch lesen. Ich weiß gar nicht, ob Donna Tartt noch ein Buch hat oder ob das ihre einzigen sind, aber ich glaube, The Secret History und The Goldfinch sind ihre beliebtesten, bekanntesten Bücher. Als nächstes habe ich hier auch einen anderen super dicken Wälzer und das ist von R.F. Kuang Babel. Und wie schön ist diese Edition? Nummer 1, Nummer 2, es ist so dick. Nummer 3, es ist ein Dark Academia Buch und ich habe mich in dieses Genre verliebt und deswegen möchte ich mehr Dark Academia lesen. Und ich glaube, Babel und The Secret History und vielleicht auch If We Were Villains sind so die drei bekanntesten Dark Academia Bücher, was ich so mitbekommen habe. Aber ja, auf dieses Buch freue ich mich wirklich auch schon sehr. Das scheint mir nicht mehr sehr stabil zu sein. Dann habe ich hier zwei Bücher, die ich auch secondhand gekauft habe. Eins davon habe ich tatsächlich schon gelesen, aber auf meinem Kindle und ich hätte es gerne, ja, in physischer Form zu Hause. Und das ist von Haruki Murakami, Norwegian Wood. Das habe ich schon gelesen und geliebt. Und wie gesagt, ich wollte einfach die physische Kopie dieses Buches zu Hause haben und als ich es dann secondhand gefunden habe, musste ich es einfach mitnehmen. Dann noch ein Secondhand-Buch und zwar Me Before You von Jojo Moyes. Ich weiß noch immer nicht, wie man ihren Namen ausspricht, aber das ist, denke ich, eine Liebesgeschichte. Und ich dachte eigentlich, dass es eine, ja, leichte, herzhafte Liebesgeschichte ist. Aber eine von euch hat mir in die Kommentare geschrieben, dass es gar keine so schöne, lustige, süße Liebesgeschichte ist, sondern eine ziemlich traurige Liebesgeschichte. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Angst davor, dieses Buch zu lesen tatsächlich. Aber ich freue mich auch schon sehr, denn ich glaube, dass es, ja, vielleicht könnte man es als einen modernen Klassiker bezeichnen, denn alle, die ich bisher gesehen habe, die dieses Buch gelesen haben, haben es geliebt und ja, keine Ahnung. Und das letzte Buch in meinem Haul, das war auch, glaube ich, tatsächlich das letzte Buch, was ich bekommen habe, ist von Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous. Und wie gorgeous ist dieses Buchcover? Ich liebe das. Ich habe auch online so viel über dieses Buch gehört. Ich glaube, besonders vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten war es sehr im Hype und ich habe gehört, dass Ocean Vuongs Schreibstil super poetisch, super schön ist und mehr braucht es nicht, um mich von einem Buch zu überzeugen. Also habe ich es auch gekauft.
Und das war mein Riesenbuchhaul. Das waren alle Bücher, die ich mir in den letzten Monaten gekauft habe. Wie gesagt, ich bin auf einem Book-Buying-Ban, also ich hoffe, dass in den nächsten Monaten kein noch so ein riesiger Book-Haul kommen wird. Aber ich bin auch wirklich sehr froh, dass mein Regal jetzt ein bisschen voller ist, dass ich mehr Bücher zu Hause habe, die ich lesen kann. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein Stimmungsleser, also je nachdem, wie ich mich fühle, habe ich auf verschiedene Bücher Lust und dann finde ich es immer cool, wenn ich in meinem eigenen Buchregal ein bisschen stöbern kann und ein Buch finden kann, was jetzt genau zu meiner Stimmung passt. Und deswegen mag ich es auch so gerne, ein paar Bücher zu Hause zu haben, die ich lesen kann, die ich noch nicht gelesen habe. Das sind jetzt vielleicht ein paar zu viele Bücher, deswegen bin ich auch auf einem Book-Buying-Ban, aber ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet ein paar Inspirationen finden. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao!